1977 wurde er zum ersten Mal vorgestellt und schon ein Jahr später mit dem Prädikat Auto des Jahres ausgezeichnet. Und das als erster Sportwagen überhaupt. Die Rede ist vom 928er. 40 Jahre feiert er jetzt sein Jubiläum. Und das ist nur ein Teil der langen Tradition von Porsche und dem Motorsport. Und über die sprechen wir jetzt mit Philipp Salm. Sie sind von Porsche Classic. Der 928er, 40 Jahre. Was ist das für ein Mysterium hier mit Porsche und dem Motorsport? Erklären Sie es uns. Ja, also der 928 ist natürlich ein ganz spezielles Modell, weil er auch so wahnsinnig lang gebaut wurde. Also wie Sie richtig sagen, 77 erschienen, bis 95 in sehr vielen Varianten gebaut. Mit einem großen V8, das war so die Reiselimousine und hat natürlich diesen Komfort auf die Straße gebracht, aber nicht ohne die Sportlichkeit wegzulassen. Das heißt, es war eine sehr sportliche Reiselimousine und damit auch wahrscheinlich Auto des Jahres, weil es eben mehr war als nur ein Sportwagen, nur unter Anführungszeichen. Und ging dann bis zu einem 5-Liter GTS, also ein richtig sportliches Fahrzeug. Und das hat bis heute eine große Fangemeinde. Also das Auto strahlt schon sehr viel aus und hat durch diese Kombination des Transaxle, also Motor vorne, Getriebe hinten, eine unglaubliche Stabilität und Komfort gehabt. Und bis heute. Und wenn man sich diese Autos anschaut, wie hier diesen Prototypen H50, eine Leihgabe vom Museum, die wir hier ausstellen dürfen, sieht man schon die Verbindung zum Panamera Sport Turismo von heute. Also es ist alles sehr nah verbunden, diese Innovation und Tradition bei Porsche. Und das sieht man hier heute auch. Der sollte ja eigentlich mal den 911er ersetzen, habe ich gelesen. Damals hat der Porsche-Vorstand gesagt, ach, der 911er, der ist jetzt irgendwie, das ist ein erschöpftes Thema. Wir brauchen jetzt was Neues. Also ich würde mal sagen, neben dem Kaiser Wilhelm, der aufs Pferd anstatt aufs Auto gesetzt hat, hat sich Porsche schon lange nicht mehr so getäuscht, oder? Naja, er war ja parallel ein sehr wichtiges Fahrzeug, aber ich bin persönlich sehr froh, dass sich der 911er durchgesetzt hat, bis heute in seiner unvergleichlichen Form. Und das zeigen uns ja auch die große Fangemeinde. Man sieht ja auch hier am Parkplatz, wir haben 500 Fahrzeuge, hier Kunden und begeisterte Kunden, die sagen, das will ich haben. Und das ist der 911 natürlich nach wie vor ein Steckenpferd. Aber eben die Transaxle-Modelle und allen voran der 928 ist natürlich schon ein ganz besonderes Modell. War ja auch immer so ein Weg von Porsche, dass man möglichst viel auch anbieten kann, mögliche Vielfalt in so einem Punkt. Wir haben aber auch hier ganz viele Ersatzteile da hinten ausstehen. Ja. Ist das auch irgendwie ein Teil der Strategie im Porsche Classic? Ja, also für uns ist die Ersatzteilversorgung natürlich der Kern, weil wenn die Autos keine Ersatzteile haben, dann fahren sie nicht mehr. Und wir sagen, 70% aller jemals gebauten Porsche fahren heute noch und wir sorgen dafür, dass es so bleibt. Ist sehr gewagt, aber das ist natürlich unser Ziel, unsere Mission. Und wir haben über 52.000 Teile verfügbar in allen Porsche-Zentren dieser Welt, zusätzlich in den Classic-Partnern, das sind jetzt 58, die mit noch ein bisschen mehr Enthusiasmus, Kompetenz, Know-how ans Werk gehen können, weil wir die auch trainieren. Und wir können auf das gesamte Spektrum der Teile zugreifen im ganz normalen Zentralersatzteillager wie auch die ganzen Neufahrzeugteile. Dadurch kann man einfach ins Porsche-Zentrum gehen und sein Teil bestellen. Also die Teileversorgung ist, das weiß jeder, der ein Klassiker fährt, natürlich essentiell. Und wenn wir die gut weiter versorgen können, können wir auch so Ausstellungen machen wie heute mit den Autos, mit den Kundenfahrzeugen, restauriert oder unrestauriert, sehr original, nicht mehr so original und so weiter. Und wir versuchen, dass die dann ordentlich in schönem Zustand dastehen und weiterfahren und fahren und fahren. Jetzt muss man ja, um den Kreis zu schließen, wir sind ja hier bei einem Motorsport-Event, auch sagen, man kommt an Porsche nicht vorbei, wenn es um Motorsport geht. 19-facher Sieger bei Le Mans, Rekordhalter da, mit dem spektakulären Aufholjagdrennen des Jahrhunderts wahrscheinlich. Was macht Sie denn so viel besser als die anderen? Also ich glaube nicht, dass wir besser sind als die anderen. Es ist beim Motorsport immer auch das eine oder andere Funken Glück dabei. Zufall, wir sind natürlich sehr professionell, immer schon, und versuchen das immer zu machen. Der Motorsport hat natürlich lange, lange Tradition. Wir haben über 20.000 Rennsiege und es war immer schon wichtig, dass wir sagen, man kann am Sonntag Rennen fahren und am Montag fährt man damit ins Büro. Oder die Amerikaner haben, glaube ich, gesagt, race on Sunday, sell on Monday. Das heißt, für die war das auch eine Plattform, um die Autos bekannt zu machen. Und speziell beim 356er war das so. Die haben die ersten Rennerfolge gehabt. Ich glaube, Le Mans Klassensieger 51, da ging es los. Und da hat man dann gesagt, okay, interessant, was ist das für ein schnittiges Auto? Und so ging das weiter und weiter und hat eine riesen Fangemeinde geschaffen. Und Le Mans war natürlich letztes Jahr sicherlich glücklich, aber natürlich, man muss auch ans Ziel kommen, da haben wir viel Glück gehabt. Aber Sie kennen die grausamen und weniger grausamen Le Mans-Geschichten von Siegern und Zweitplatzierten. Und wir haben natürlich mit dem Hattrick jetzt natürlich ein großes Glück auch gehabt, aber natürlich sicherlich auch
der Erfolg des Tüchtigen. Aber was bei uns ganz wichtig ist und jetzt eben der Kreis zum Motorsport und dieser tollen Veranstaltung hier, das ist Kundensport. Das heißt, die meisten Rennen werden durch unsere Kunden gefahren. Die haben den Spaß an diesen Fahrzeugen und das ist für uns natürlich das beste Lob, das wir kriegen können. Das sehe ich auch so und auf jeden Fall genießen wir jetzt hier noch so ein bisschen die Emotionen von neuen, Sound. Alten Porsche, den Sound, genau, denn darum geht es ja auch. Wie gesagt, vielen Dank und toi 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 für die Zukunft. Danke auch. Danke auch.